Hallo, ich bin Mr. Ed. Und Franconia und Geralt sind heute leider nicht da. Deswegen, schau nicht so plötzlich. Deswegen werde ich hier heute diese Folge alleine rocken. Jo, und damit hallo, herzlich willkommen. Ach, zu The Witcher 3. Mit Plötze natürlich wieder am Start und dem guten alten Geralt, der hier ist. Ich wollte eigentlich Plötze rufen, um noch Tschüss zu den Zuschauern sagen. Aber die stellt sich einfach mit dem Weg. Nice. So. Wir sind hier bei der Quest Rindervan. Nämlich, da wurde ja ein Arbeiter von einer Kuh erschlagen und die Ursache war einfach, dass diese Schleimlinge, ist ein neues Monster, ja, die sind dafür verantwortlich. Und, ui, da gibt es noch was und hier gibt es auch einen Ort der Macht, liebe Freunde. Das werden wir natürlich alles gleich mal mitnehmen. Oh, hier haben wir Gurke. Was zum Essen. Was haben wir hier drin? Floren. Sehr schön. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist immer gut und das können wir mal mitnehmen. Zaunrübe, da warst du nämlich nie, wann wir die mal brauchen. Ui, hier gibt es eigentlich Otto. So, Herzogswächter, Hauptmannshose. Cool, Rezept, Färbemittel für grüne Rüstung. Wie geil ist denn das? Du kannst deine Rüstung grün färben. Das ist doch sicherlich bestimmt irgendwie so ein Teil von der Quest bestimmt, oder? Dass die sagen, ja, du bist da und da eingeladen. Aber du musst was Grünes tragen oder so. Keine Ahnung. So vermute ich jetzt mal so aus dem Stegreif. Was ist denn da unten schon wieder für Viech? Cool. So eine Raubkatze, ne? Miezekatze. So, ich möchte aber nochmal geschwind, bevor wir hier diese Mission beenden. Wo der Ort der Macht, der ist genau unter uns. Der ist genau unter uns. Die Frage ist, wie komme ich hier runter, ohne dass ich jetzt total absack? Wie komme ich da rein, hat er gemahnt. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Dann nehmen wir das natürlich gleich mit, hat er gemahnt. Und da ist ja ein Höhleneingang, upsala. Und da ist ja ein Höhleneingang. Ui. Alter, da geht's auch ordentlich runter, ne? Freunde, seien wir nicht böse. Nein. Boah. Alter, bin ich jetzt tot. Können wir hier rein? Geht's dann hier entlang? Hä, wieso geht's hier? Hier ist doch der Höhleneingang, oder nicht? Oder irre ich mich da? Wo ist denn der? Der müsste eigentlich wirklich hier sein. Oder ist der da oben? So, jetzt pass mal auf, jetzt springen wir mal hier rüber. Gehen hier auch wieder nach oben. Wie komme ich denn an diesen Ölen, ja, an diesen Höhleneingang rein? Ui, Geralt. Geralt, Obacht! Obacht, Geralt, Obacht! Wieso rutsche ich da jetzt ab? So, guck, guck, hier bin ich Plätze. Liebe Plätze. Okay, da müsste ich doch aber eigentlich reinkommen, hat er gemeint. So, jetzt leben wir wenigstens wieder. Plötzlich ruft dich gleich. Nein. Hui, Glück gehabt. So, Höhleneingang, der ist über uns, hat er gemeint. Aber der ist ja theoretisch, ist der da, ne? Theoretisch ist das ja der Höhleneingang. Vielleicht kann ich mit dem A zeigen.
Nee, ich glaub gar nicht, ne? Scheiße. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir oder kommen wir dann doch vielleicht noch mal anders mal her, aber das gibt's doch nicht. Da muss ich doch reinkommen. Hier ist Eingang, okay. Hier machen wir mal die Markierung hin jetzt, pass auf. Ah, wie schön. Hui. Komm, Geralt, nicht rutschen. So in der Nähe, gratuliere. Ich komme aber nicht hier rein. Weil da oben ist der Eingang vermutlich auch nicht. Oder ist der hier irgendwo? Nee, ne? So, hey, Geralt. Spotzkanone, so. Dann hätte ich doch gesagt, nehmen wir unsere Plätze wieder. Sorry, finde ich es jetzt gerade nicht. Ah, guck mal. Die Schleimlinien sind weg. Und die Eier haben wir auch verbrannt. Okay, Plätze. Packen wir es. Komm schon, Plätze. Ach, wie schön hier das ist, ne? Wow, auf diese Stadt da drüben, ne? Da bin ich schon so gespannt, ey, Freunde. Also da bin ich echt gespannt. Jetzt schaue ich nur, dass ich hier runterkomme. Mit Plätze, ohne dass ich hier mir alles breche. So, wir können tatsächlich hier rüber. Lauf, Plätze! Die Markierung, die werde ich jetzt mal ausmachen. So, individuelle Markierung hat er gemacht. Was sind individuelle Markierungen? Ja, okay, ich weiß es schon, aber... Wozu? Gut, Plätze, dann... Los, lauf! Ich sag mal, diese schöne Musik... Reiten wir doch mal gepflegt in die falsche Richtung gerade. Das sieht auch cool aus hier, ne? Alter, sieht das cool aus. Was ist das da drüben eigentlich? Langsam, langsam. Warte mal, plötzlich steig mal hier ab. Hier kann ich leider nicht interagieren. Ui, und da ist auch wieder so ein Schleimling. Sogar ein bewachter Schatz. Wollen wir uns die gleich schnappen? So, meine Liebe. Oh, falsches Ding. Wo bist du, alte Hexe? Ja! Alter, okay. Das bringt mal gar nichts, ne? Uiuiui. Ui, ui. Okay, es war Stufe. Keine Ahnung, 44. Okay, gehen wir weiter. Wir machen jetzt mal die Quest zu Ende hier. So, die Händler auf Skellige verkaufen Karten der einzelnen Inseln des Archipels. Damit sind Schnellreisen zu bestimmten Wegweisen auf diesen Inseln möglich.
Auch dann, wenn du die Yagali-Insel noch nicht besucht hast. Das Schicksal einzelner Personen und manchmal sogar ganzer Gemeinschaften hängt von deinen Entscheidungen ab. Das ist natürlich gut, ja, dass mir kein Druck aufgebürgt wird und keine Verantwortung. Das freut mich. So, Pferderennen, da gibt es bestimmt auch noch ein Pferderennen. Ne? Sehr geil, ich freue mich auf jeden Fall noch weiter. Aber jetzt machen wir doch wirklich mal die Quiz. Das können wir alles nochmal nach und nach zu uns angucken. Denn an dieser Mine, in diesem Bergwerk, gibt es ja auch noch ein Anschlagbrett. Das möchte ich doch auch gern lesen. Wenn wir schon sowieso dahin müssen. Dann ist es doch, denke ich, völlig in Ordnung. So, komm jetzt auf. Wir wollen weitermachen, hat er gemeint. So, sehr schön. Jo, und damit, upsala. Stahlwaffe. So, Blitze, wir reiten jetzt doch weiter. Hatten wir eigentlich dann das da drüben gelootet? Habe ich das da drüben dann gelootet? Das möchte ich schon noch mitnehmen eigentlich. Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir das nochmal schnell mit. Ist ja gleich wacht. Oh, aber jetzt eine Florin mehr bekommen. So, Six ist die grüne Rüstung, haben wir auch noch. Das Färbemittel. Ach, da war auch noch was. Bericht vom Hauptmann August Vierapress. Und Schema Großmeister Stahlschwert, Großmeister Greifenhandschuhe. Schema Großmeister Greifenstiefel, Alter! Nimm mir ein Rüstungsschema. Höllisch kompliziert. Vielleicht finde ich in der Stadt einen Handwerker, der damit zurechtkommt. Jo, und das werden wir machen. Wir gehen aber mal ins Inventar und schauen uns mal. Oh, die Hose können wir sogar noch nicht anziehen. Aber die ist gut. Die ist gut, die können wir lassen. Verzehrbar ist aber auch noch wegen Gurken. So, Questgegenstände haben wir hier noch, die Flohen. Aber ich habe doch hier gerade noch was bekommen hier, Freunde. Inventarbericht vom Hauptmann, Freunde. Das möchte ich doch noch lesen. Wo muss ich da gucken? Hier, ne? Sonstiges, unter Sonstiges bestimmt, oder? Was ist das? Geleitbrief, dann haben wir hier noch. Jo, Berichtband vom Hauptmann. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Ja, lesen wir aber, denke ich mal, noch nicht. Aber cool, dass mir die Quest noch. Sixes, jetzt hätte ich doch fast die Quest vergessen. Oder die Quest. Das siehst du mal, das ist gut, dass ich gestorben bin. Oh geil, Großmeister Greifenschulausrüstung, neue Quest. Ja, 150 Erfahrungspunkte. Neue Quest, mehr als ein Meister. Geil! Willst du mich verarschen? So, wir gehen noch mal ganz kurz rein. Der neue Quest, was schon? Ist das Schatzsuche so? Schwarze Witwe? Das sind Nebenquests, ne? Ritter zu Diensten. Ui, jetzt kann man da richtig. Aber wieso ist das? Huraura Skellig ist da. Gewinnt, geil. Cool, sammle die fehlenden Karten des Skellige Kartensatzes. Wo war das Ding? War das Hauptquest? Das Biest von Toussaint? Nee. Die schwarze Witwe haben wir. Wo haben wir das dann bekommen? Hexeaufträge, Auftrag Rinderwelten, Großwildjäger. Das Monster von Tofu. Ritter zu Dienten da, mehr als ein Meister, das ist da. Sehr cool. Oh, cool, Freunde. So, wir gehen weiter. Gott sei Dank bin ich gestorben. Gott sei Dank. Oh, stell dir vor, ich hätte das jetzt nicht. Ach Gott, oh Gott. Siehst du, und deswegen, Freunde.
Deswegen loote ich immer alles. Jetzt hätten wir da locker zwei Quests nicht bekommen. Oder vielleicht dann erst zu einem späteren Zeitpunkt freigeschalten. Beweg dich. Man weiß es nicht, aber trotzdem. Lieber zu früh eine Quest bekommen, ganz ehrlich, als gar nicht. Oh, da freue ich mich. Och Gott, oh Gott. Ach, da kommen schon fast die Tränen, dass ich da jetzt die Quest gefunden habe. So. Wir reiten mit Blitze, hat er gemeint. Ach, und das ist so schön hier, ne? So friedlich irgendwie ist das hier, ne? Gut, klar, hier gibt es Monster. Aber trotzdem, das ist einfach, ja. Das ist das Bergwerk. Hier ist dieser Steinbruch, okay. Ja, aber den hatten wir ja schon, ne? Die Frage ist, wo kommen wir jetzt am besten hin? Ah, und so schaut es hier am Tag aus. So ist gut. Was trägt der? Was? Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Basta. Sing nochmal bitte. Okay, du willst nicht. Langsamer. Lauf, Plätze. Rosi, halte mich fest. Das ist genau mein Ding. Ach, ihr seid cool, Leute. Ohne Witz. Und ich meine jetzt die Jungs von CD Projekt Red, ne? Alter Verwalter, hey Jungs. Ach, am Tag schaut sie aber hübsch aus, ne? So, Plätze. Ich geh mal hier runter. Hey, Archibald. Hui. Hui. In der Nähe, da bist du, ne? Wo bist du? Hallo? Ah, hier. Hey, mein Freund. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Nee. Was macht die hier eigentlich? Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung. Aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Ja! Und danke, Meister. Yes! Entschuldige. Ja, Stufe 40. Yes! Geil! Entschuldige, dass ich wieder aufstoßen muss. Alter, ich trinke doch nur Kaffee. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Warum jetzt nicht? Kein Bock mehr, oder was?
So. Ja, yeah, Auftrag Rinderwahn. Ja. Yeah. Cool, neue Quest, Fußstapfen. Geil. Sehr schön, ich freue mich. Hey Jungs, hier gab's doch ein Anschlagbrett. Ich möchte mal da oben auch, ne? Hier gab's doch bei euch ein Anschlagbrett, oder irre ich mich doch? Genau, das ist da oben. Gucken wir uns hier im Steinbruch um. Behauptet Graf von sowieso zu sein. Schnauze. Graf von Gobberwarz und Glibberschleim vielleicht. Oder Graf von Arschbachel, man weiß es nicht. Jo, jetzt sind die Männer wieder am Arbeiten. Was mixst du? Du bist bestimmt der Kabo, ne? Hui, was wird denn das? Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen. Das ist jetzt schon ein Finger, oder, Jungs? Hey. Ja, das sind Finger. Und hier geht's auch noch raus. Ich dachte schon, ne? Hey! Die gute alte Penisrutsche. Hui! So, nein. Behauptet Graf von sowieso zu sein. Gott. Graf von Gobberwarz und Glibberschleim vielleicht. Jo, entschuldige, aber... Sieh dir mal. Ach, ist das schön hier. Hey, Kartoffel. Anzünden, komm, ich zünd mal hier euch die Bude an. Hey. Sie haben hier ein Ei, die haben hier voll viel zum Futtern. Ne? Ihr habt's ja schon schön hier. Aber da knallt doch auch richtig die Sonne rein, oder im Sommer? Tief im Wald, tief im dunklen Wald. Du bist. Schläft der Braunbär gerade ein. Was? Sehr schön. Ich freue mich. So, wir gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Genau in das Haus möchte ich hier. Komme ich hier überhaupt rein? Ja, sieht gut aus. So. Da ist Mittagspause, oder? Immer bei euch, Jungs. Schau, und das ist der Chef vor allem wieder. Ich denke, mich den ganzen Tag nichts. Der schaut nur der Blät runter. So. Mir zittern die Hände. Und was? Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Aber die Pfeifen in der Fressen haben, ne? Das kannst du. So. So, was haben wir da? Kräuterschnaps, Makamerschnaps, Schnaps, Kupferkette. Kennst dich aus, oder was? Hey! Die kleinen faulen Schweinchen. So, Wachs, Tabakpfeife, Flöten. Cool, cool, cool. Freut mich. Aber ich dachte hier, das ist... Kann ich hier nicht irgendwo noch rein, oben auf dem Ding? Durst. Gib mir was zu trinken. Komm ich nicht da nach oben? Ich möchte gerne da nach oben. Geht es nicht? Nee, schade. Ja, wenigstens ist der Humor hier bei denen noch groß angesagt. Ich musste es mir wieder reingießen. Eieiei. Der Aufseher, die sind die Besten. Die erst nach drei Seidel anfangen zu erben. Neue Markierung. Ach, sehr schön. Haben wir die auch noch freigeschaltet. Yeah! Cool. Hey, wo gehst denn du hin? Feierabend, oder? So, jetzt sind wir hier aber total falsch. Ich möchte natürlich zu dem Anschlag. Ich sag's dir mit den Fäusten. Was? Deine Eier werden's verstehen. Verstehst gleich gar nichts mehr. So. Ich möchte hier zu diesem Anschlagbrett. Ich finde es cool, dass hier ein Anschlagbrett ist. Da ist ja eigentlich kein Ort, ist so in dem Sinne. Aber okay, nehmen wir dankend mit. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Cool, wo geht's da hin? Ist das eine Höhle? Entschuldige. Ach du Scheiße, tut mir leid. Tut mir leid, mein Freund.
Ach du Gott, falscher Knopf. Sehr schön, Pechdraht, Holz. So, Gesellenrüstungsreparaturset, das ist wichtig. Und Meister auch noch. Uiuiui. Drachenschuppen auch noch, die gibt's auch sehr selten. Stumpfe Axt, okay, das gibt's mehr als genug eigentlich. So, mein lieber Fistech, Lederstücke, Nickelklumpen, uiuiui. Ich muss sagen, ihr habt doch einige wertvolle Schätzchen hier drin. Hat sich jetzt echt gut gelohnt, hat sich echt gelohnt. So, wir stecken mal die Fackel weg. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Graf von Gobberwart und Flipperschleifen. Ich mag euch. Wie ist fürs leibliche Wohl gesorgt? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ist eigentlich bei so einer harten Arbeit auch das Wichtigste. Gerade wenn du auch... Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Ja, ich sag zum Beispiel Kreuzfahrten oder Flugzeugträger, ne? Jetzt dachte ich, das ist unser Pferd. Oh, lesen. So, gesucht. Mörderische Wandergilde-Mitglieder. Antoine Sternling, Sternling, Stragen, Lot alias Halbblut und der Philibert Vier Finger von Witan. Ja, für 5 Finger Rabatt hat es bei dem nicht mehr gelangt. Da war es da, was Sache ist. Sehr schön. Haben wir da jetzt eine Quest? Das finde ich cool, ne? Sehr schön, aber wir sind jetzt hier wirklich da, welche... diesem Anschlagbrett und wir lesen's. Politischer Philosoph benötigt Beistand. Ich suche einen Ort, wo ich meine Rede mit dem Titel Das Biest als Metapher für die Monarchie zum Besten geben kann. Rufus fahr rein. Rittermarsch nach Castle Dacia. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in Castle Dacia Anwesen schreckliche Dinge geschehen. Seitdem Philibert Vierfinger dort die Familie ermordete, die das Anwesen bewirtschaftete. Die Leute sagen, das Haus wäre das neue Heim des berüchtigten Hundefängers. Es wird Zeit, diese Behauptungen auf den Grund zu gehen. Ich suche nach tapferen Seelen, die sich dem geplanten Marsch auf Castle Dacia anschließen wollen. Henkel der Bärtige, fahrender Ritter. Sehr schön. Und Geburtstagseinladung. Ui, alle, die gerne mit mir anstoßen möchten, sind herzlich eingeladen, am 18. Tag dieses Monats in der Taverne zum Basilisk zu kommen. Am heutigen Tag bin ich 40 Jahre auf dieser Erde. Welt. Aber bitte denkt daran, dass weder das Essen noch die Getränke auf mich gehen. Geschenke nehme ich aber gerne entgegen. Victor, ihr wisst schon wer. Ein altes Paar in Not. Ich möchte, dass jeder über die wahre Natur der Gräfin von Sakor Bescheid weiß. Diese herzlose Hure war ein altes Paar auf die Straße, das auf dem Passanehof gelebt hatte, seit ich denken kann. Ich weiß nicht, warum sie das tat, doch es war außerordentlich bösartig. Eine besorgte Seele, die alles Böse verabscheut. Händler aufgepasst. Händler, die in östlicher Richtung unterwegs sind, sollten sich vom Delentverpass fernhalten. Hört auf mich. Nur mit viel Glück habe ich dort nur meine Waren verloren und nicht mein Leben. Und vermisst, mein 14 Jahre alter Sohn Matisseau ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Ich fürchte, er hat sich einem fahrenden Ritter als Knabe angeschlossen und ist mit ihm fortgegangen. Wenn jemand etwas über sein Schicksal oder sein Verbleib weiß, so lasse er es mich bitte wissen. Amelie Bloß, die Mutter, so hieß mal eine Vermieterin von mir, mit Nachname. Also nicht Amelie, aber Bloß. Jo, nicht erkundeter Ort. Geil. Und keine Quests bekommen? Keine Quests bekommen, Freunde? Das ist doch sehr... ja. Schon fast sehr seltsam, ne? Dass wir hier keine Quest bekommen haben, so. Komisch, aber okay, vielleicht zeigt das jetzt auch nicht an, weil er... ja. Weil das Spiel jetzt keinen Bock hat oder so, man weiß es nicht. Ja. Alle Schnapsdrossel. So, liebe Freunde, dann hätte ich gesagt, haben wir doch die halbe Stunde auch wieder voll geschafft.
Ui, wieso ist da hier der... Was macht Geralt hier? Hallo? Was sind das für alte Gemäuer? Die sind hier mittendrin. Was war das mal? Ist das vielleicht hier so ein unterirdischer? Ja, keine Ahnung. Ui, eine Erscheinung. Weißt du was? Die kleine Schachtel nehmen wir noch mit. Alter. Ui. Alter, haut die an. Au, Alter. Cool, Skelettmännchen. Bitte lass mich jetzt sterben. Nein, ich bin tot, Alter. Scheiße. Okay, liebe Freunde, wir laden den Spielstand neu. Und, hätte ich gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder an dieser Stelle. Der hat zum Glück vorher nochmal gespeichert gehabt. Und sagt bye bye. Ciao. Bis morgen. Euer Franconia. Servus.